Dankeschön. Die größte und die ältesten Olivenhain in Kroatien. Ja. Nun, also es gibt es, die ganze Olivenhain erschreckt über 400 Hektar. Und an diesem Gebiet also wachsen ungefähr 60.000 Olivenbäume. Alle okay. Bäume sind wild. Das bedeutet selbst ausgewachsen. Dazu, manche von diesen wilden Bäumen sind doch veredelte Bäume. Weil einfach ist so, dass die wilden Bäume haben zu kleinen, ganz kleine Früchte und praktisch in dieses wilde Frucht gibt es kein Olivenöl, okay. Nur 1%. Deswegen, wenn man will kriegen von einem wilden Baum Öl, mehr Öl, muss man diesen wilden Baum veredeln. Okay. Veredelt man einen Baum mit einer Sorte, die gibt zwischen 10% und 15% Olivenöl. Wenn aber hier bei uns veredelt einen wilden Baum, dann dieser veredelte Baum gehört ihm. Das bedeutet, dass alle veredelten Bäume haben privaten Besitzer. Okay. Oder sind in privaten Besitz. Okay. Das ist dieser Baum. Das ist bei uns in unserer Olivenhain der älteste Olivenbaum. So, das ist ein Stamm, der ist 4 Meter breit. Halbradius von diesem alten Baum ist also ungefähr 2 Meter. Das bedeutet 2000 Millimeter und das bedeutet auch ungefähr 2000 Jahre. Aber das ist nur eine Schätzung. Ja. Ja, das kann man nicht genau messen. Von Ende Mai bis zur Mitte Juni ist die Zeitperiode, wann die läuft die Bestäubung bei den Bäumen. Muss ein schönes Wetter sein, nicht Regen. Zum Beispiel, bis jetzt hat geregnet. Ja. Das ist schlimm für die Blüten. Ja, die spielt Wasser. Spielt Wasser, die. Alles geht weg runter, ja? Das ist schlecht. Also muss eine Trockenzeit sein. Aber wie geht das jetzt noch? Wenn es jetzt trocken bleibt, ist das noch okay? Jetzt ist okay. Jetzt noch immer ist genug Zeit für die nächsten ein paar Wochen, ja? Und dann von Mitte Juni weiter kommen die neuen Früchte, bleiben bis zum Oktober und dann beginnt Ernte und so. Dann ist ein Zyklus immer kommt in jedes Jahr die gleichen Zyklus. Also das reicht jetzt schon noch, wenn das jetzt Noch immer bleibt genügt. Okay. Die Bestäubung, für eine gute Bestäubung braucht man eine, eventuell 2 Wochen, nicht mehr. Okay. Das reicht. Ja. Das ganz reicht. Okay, es ist praktisch unmöglich, dass jeder Baum bringt neue Frucht. Ja, das geht nicht. Wenn bleibt, wir sagen so, wenn 10% bleibt, das ist eine gute Saison für die Ernte. Das ist ja nicht viel. Man, das sind tausende Blumen. Schauen Sie mal dahinter, wie viel Blumen ist an einem Baum. Und nicht jede Blumen kann bringen neue Frucht. Ja, das ist schön. Aber reicht, wenn es 10% von diesen Blumen, dann bekommt man ungefähr 10%. Ganz anderes Gebiet. Boden als oben, wo ist die älteste Baum. Also das hier, der Baum wächst noch langsamer als nur einen Millimeter pro Jahr. Ja? Ei, ei, ei. Einfach kann nicht schnell wachsen. Aber lebt, noch immer lebt. Ja? Noch immer diese alten Bäume leben. Aber das mit viel Geduld muss man haben hier mit unseren wilden Bäumen. Sieht man auch, das ist ein Baum. Ja? Okay. Immer wir rechnen, das ist doch ein Baum. Wir müssen aber dann testen, wie jede Wurzel auf DNA. Das ist das. Ob es wirklich ein Baum ist, muss man sagen, ja. Weil es könnten auch zwei Bäume sein, oder? Mehr Bäume. Deswegen, auf jede alte Baum, die wir schätzen, da ist über 1000 Jahre alt, wir müssen einfach machen, Test auf DNA. Ja.
bei praktisch bei jedem Ort. Das ist ein typischer wilder Baum, der ist von, vielleicht 100 Jahre ausgewachsen. Erstmal wie ein Busch, ja? Ja. Und dann ein paar Trieben sind ausgewachsen. Und langsam von Trieben ist geworden kleine wilde Baum. Ja. Jetzt, also nach 50 Jahren und mehr, kann man dieses Baum veredeln. Ja? Oh, früher nicht. Okay. Früher ist das praktisch ein Risiko. Ja? Jetzt ist jetzt vielleicht wird mit Erfolg, aber das kann man nicht genau wissen. Ja?